no matter what I do. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, Freunde. Zu sehr angenehmer Musik, muss ich sagen, wollen wir uns einem neuen Projekt widmen, das heißt Contrast. Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, worauf wir uns hier einlassen. Ich dachte mir nur mal, wir können es mal probieren. Mir hat das Spiel, als ich es bei Steam gesehen habe, rein von den Bildern her und vom Stil her sehr gut gefallen. Und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es ist ein Plattformer. Ich würde sagen, wir gehen mal rein. Also ich habe schon mal angetestet, um zu sehen, wie es am Anfang so ist, von Lautstärke und so weiter her. Ich hoffe, das passt jetzt so halbwegs. Und dann stürzen wir uns einfach mal rein und schauen mal, was dabei rumkommt, ne? Ich lasse mich gern überraschen, was das Spiel so bereithält für uns. Los geht's. Okay. Eine Sache musste ich unbedingt anpassen, das war die Mausempfindlichkeit. Die ist wahnsinnig hoch erstmal eingestellt von vornherein. Und da musste ich definitiv runtergehen. Ich hoffe, das ist jetzt noch in den Einstellungen. Ja, ist es noch gut. Okay, wir sind diese wunderhübsche Dame und wollen uns erstmal hier ein bisschen umschauen, würde ich sagen. Zum Beispiel, was haben wir denn hier Schönes? Okay, R zum Anzeigen der Sammelobjekte. Mal sehen, ob ich mir das merken kann. Ich habe schon festgestellt, man kann die Steuerungsoptionen nicht anpassen. Also die Steuerung ist fest oder ich habe es noch nicht ganz begriffen. So, und da sehen wir schon... Huch, da war es wieder weg. Wieso war das jetzt weg wieder? Das ist ja gemein. So, können wir uns nochmal anschauen. Okay, sehr gut. Didis Bild von ihrer Familie. Wir werden gleich noch sehen, wer Didi ist. Ich habe es bei dem ganz, ganz kurzen Anzocken schon mitgekriegt, weil die gleich auftaucht. Didi ist das Mädchen hier. Steht ja auch dran, ich. Hä? So, Mama, Papa und hier haben wir Dawn. Und wir sehen schon von der Statur her, passt das doch ungefähr mit der Dame, die wir hier spielen, zusammen. Und Dawn ist ein Schatten. Ja, denn... Also wie gesagt, ich weiß nichts über das Spiel, aber ich gehe davon aus, dass wir halt Dawn sind und Dawn ist der unsichtbare Freund oder die unsichtbare Freundin von Didi. Wie wir auch gleich feststellen werden, also das ist jetzt keine große Erkenntnis. So, hier können wir auch die Musik ausmachen. Die, wie gesagt, sehr schön ist. Ich bin generell... Interagieren? Hier? Wer weiß. Ich bin generell sehr großer Freund von diesem Stil von Musik. Und it's time for bed, Dee Dee. Go hop in bed. I'll be right in to tuck you in. Good night, Daddy. What are you doing here? My mommy's coming. You better hide, or she's gonna catch you. Okay, sweetie. Night, night. What are you looking at? Now promise me you'll be a good girl while I'm out singing. I promise. No sneaking out this time. I'll get in trouble. I promise. That's my good girl. Mommy, is Daddy ever coming back? I don't know, honey. Maybe someday when he's ready. But don't you worry. Mommy always comes back. I'll be home before you even wake up. Get some nice sleep. Okay, she's gone. She's gonna sing at the Ghost Note tonight. It's the most beautiful cabaret. Come on, we'll miss her show. Natürlich. Triff dich mit Didi auf dem Dach. Also wir sehen schon, es ist mal auf Englisch mit Untertiteln, aber das sollte ja nicht das Problem sein. Ich finde diesen Stil wahnsinnig geil. Also, dass wir sind die Schattengestalt, wir sind Dawn und sehen die wirkliche Welt, also die Mutter zum Beispiel, sehen wir als Schatten. Das ist eigentlich ziemlich cool gemacht, finde ich. Was ich gerade unmöglich fand, war, dass sie mit Schuhen im Bett lag. Das geht ja überhaupt nicht. Das Fenster ist aber auch ziemlich cool, muss ich sagen. Das ist gar kein, also es ist kein geschlossenes Fenster, sondern es ist einfach nur eine Luke. Beziehungsweise hier vorne ist halt das Fenster offen, ne? Aber das ist ein Riesending. Und Didi hält sich nicht so wirklich an ihre Versprechungen, sondern springt sofort raus. Und das machen wir auch. Oh no, somebody moved the ash cart. Look. I know. You could go down there and move the ash cart. And I could jump down. I'll play here. So you can go over there and be a shadow person.
So, womit wir auch schon an einer Stelle sind, an der ich mein Anspielen beendet habe. Wir haben eine neue Fähigkeit errungen, nämlich an einer beleuchteten Fläche in die Schatten zu wechseln. Und das können wir jetzt hier tun. Go over there and do your shadow check. Und jetzt können wir hier drauf herumlaufen. Wow, I wish I could do that. Could you teach me how to do that? Nein, ich glaube nicht, weil du keine Schattenfigur bist. Okay, now move the ash cart to where I can jump into it. Oh, falsche Richtung. So, wo darf's denn sein? Hier so vielleicht. Aha, sehr gut. I wonder who moved it. Do you think it was Mommy? She got really mad at me the last time I snuck out. Where did you go for so long? I haven't seen you in 3 weeks. I really wish you had been at my birthday. Daddy missed my birthday. Now we go this way. Follow me. Also ich glaube, ihr Vater ist ja nicht tot, sondern er scheint einfach nur weggelaufen zu sein, so wie das jetzt klang. Denn die Mutter hat ja gesagt, ich weiß nicht, ob er irgendwann mal wiederkommt. So, schauen wir mal. Aber ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so richtig, wie die Kleine denn da wieder hochkommen will, denn es ist doch ein bisschen weit, um wieder hochzuspringen bis zu dem Bettlakenseil, was sie da gebildet hat. Also ich weiß auch nicht, wie genau wir hier drauf achten müssen, wo wir Sammelobjekte finden. Aber wir können auch hier so zum Spaß. Oh, sind wir sogar automatisch gleich wieder rausgekommen. Aber ich glaube, die müssten ja eigentlich so leuchten, wie das auch in Didis Zimmer war. Also eigentlich sollten wir das sehen, wenn irgendwo solche Objekte sind. Oh, I think you're too big. I think that goes all the way through to the other street. If I move this cart, you could walk up its shadow, couldn't you? Na klar. So, finde einen Weg aus der Gasse. Kein Problem. Wir können hier wieder zum Schatten werden und dann können wir wieder gemütlich hochlaufen. Geht's hier irgendwo hin? Nee. Müssen wir jetzt... Come on, we're gonna be late for the show. Okay, wir können das also auch im Sprung machen. Das ist sehr gut. So, wir sind schon mal oben. Ach so, sie geht unten durch. Alles klar. Also wir sind jetzt getrennt voneinander. Auch ganz interessant. Können wir mal alleine rumlaufen? Ist wahrscheinlich noch so ein kleines Tutorial-Level hier. 1 von 10 Leuchtkugeln. Na, schauen wir mal, wofür die sind. Unglaublich cooler Stil, finde ich. So 20er Jahre mäßig so ein bisschen. Huch. Erster Akt. Die unsichtbare Freundin. Triff dich mit Didi beim Ghost Note. Ah, okay. Und wir können jetzt... Hier haben wir zum Beispiel was zum Einsammeln. Schauen wir uns das mal an. Cat Knights Premiere im Ghost Note. Das ist wahrscheinlich dann die Mutter von Didi. Nehme ich mal so an. Und sieht alles, wie gesagt, 20er Jahre mäßig aus. Eigentlich wirklich cool. So, hat Stil. Und ja, ich glaube, diese Leuchtkugeln wird es wohl in jedem Akt extra geben, oder? Ich will mal kurz das wir können nicht hoch genug springen, schade. Ich dachte, wir können vielleicht drüber springen und dann in die Schatten wechseln. Aber wir können hier vielleicht. Ah, schade. Klappt nicht. Klappt schon, glaube ich. Oder? Ja, vielleicht auch nicht. Aber irgendwie müssten wir so doch wahrscheinlich einfach hier. Na komm. Ja, sehr gut. So habe ich mir das vorgestellt. Und wo bleibt das Pedal? So, schon haben wir die zweite Leuchtkugel. Kein Problem. Dann schauen wir nochmal kurz hinten in der Gasse nach, aus der wir gekommen sind, ob hier noch irgendwas ist. Aber sieht nicht danach aus. Gut, los geht's. Wir scheinen irgendwo in Frankreich zu sein, oder? Saint-Mathieu's Shelter, wobei, ach, wer weiß. So, was haben wir hier? Zeitungsartikel. Carmine Bruni zum zweiten Mal von Mordvorwürfen freigesprochen. Ist das dann wahrscheinlich unser Vater? Kann das sein? Na, wir werden sehen. Vielleicht ist er ja auch im Knast. Auch eine Möglichkeit. So, was haben wir hier? Das Pompeji.
Kann man da rein? Nee. Sieht wie ein Puff aus, muss ich sagen. Gut, hier sind wir schon beim Ghost Note. Da müssen wir ja hin. Okay, wir können auch gar nicht weitergehen. Schade. They haven't started the show yet. You missed the dancers. They were so beautiful. I want to be a dancer when I grow up. Or an acrobat, like you. Did you always want to be an acrobat? You're ich wusste so gar nicht, good. Dass ich eine Akrobatin bin. You should be in the circus. Okay. Too bad nobody can see you. Come on, let's go in. Ich will noch mal ganz kurz draußen schauen. Wir gehen gleich rein, Mädel. Ich will noch mal kurz schauen, ob hier noch irgendwas ist. Lippon. Vielleicht gehen wir dann sowieso noch hier lang, ich weiß es gar nicht. Aber wir können aber mal ganz kurz den Blick auf die Umgebung werfen. Hier haben wir zum Beispiel was. Ja. That's my good girl. Mommy. Is Daddy ever coming back? Maybe someday when he's ready. Don't you worry. Mommy always comes back. I'll be home before you even wake up. Get some nice sleep. Ach, Moment, hat es gerade Licht geworfen? Ah! That's my good girl. Falsche Taste gedrückt gerade. Mommy. Huh. Is Daddy ever coming back? I don't know. Na komm schon. Maybe someday when he's ready. Don't worry. Ich komm nicht rüber über den Kopf. Das ist ja gemein. Okay, das ist natürlich cool. Kannst du nochmal starten hier? Schnecki, kannst du nochmal? Jetzt. So, nochmal. Ah, das ist aber auch rutschig auf den Dingern, wie es scheint. Och, ich werde immer zurückgefeuert. Was? Warum bin ich jetzt rausgefallen? Das ist ja gemein. Also ich weiß nicht, ob wir alles einsammeln werden. Wahrscheinlich nicht, denn das ist ja doch ein bisschen knifflig dann bestimmt im Laufe des Spiels. Aber jetzt am Anfang können wir mal... Jetzt geh doch mal bitte rein. Na geht doch. Ach, fall doch nicht raus, Mädel. Na, kannst du mal? Dankeschön. Jetzt! Na, das war ja eine schwere Geburt. So, gucken wir uns hier nochmal kurz um. Hier hinten, das sieht doch gut aus. Aha. Das scheint so ein kleiner versteckte Credits zu sein für irgendeine Aktion. Das ist ja auch ganz nett. Lass mal noch kurz durchlaufen. Gehört zum Spiel dazu. So, also ich vermute mal, es wird irgendeine Wohltätigkeitsaktion gewesen sein. Extra Life, irgendwie kommt mir das vom Namen her auch bekannt vor, ich weiß es nicht. Gut, ist jetzt natürlich die Frage, wie viele das sind. Ach gut, das scheint schon das Ende zu sein. Kann man ja mal kurz durchlaufen lassen, kein Problem. Finde ich ganz nett, so eine kleine Ehrung so mitten im Spiel versteckt. Ist auch mal ganz witzig. Denn wenn sowas am Ende in den Credits auftaucht, du kannst auch dann... Achso, drück die falsche Taste deshalb. Wenn sowas in den Credits am Ende auftaucht, dann beachtet es natürlich keiner. Aber wenn man das hier so findet, ist es schon ganz hübsch gemacht, weil das zwar versteckt, aber doch irgendwie prominenter platziert ist, als wenn man es dann... Gut, da komme ich gar nicht drüber. Als wenn man es dann eben in den Credits am Ende reinpackt, wo es dann wirklich keinen mehr interessiert. So, haben wir noch was? Da oben waren wir... Ne, auf dem waren wir noch nicht, aber da ist auch, glaube ich, nichts. So, dann haben wir noch hier drüben hinter dem Holzverschlag eins gehabt, eine Leuchtkugel. An die kommen wir dann wahrscheinlich von hier drüben aus ran. What? Was ist denn hier los? Da endet für uns die Welt, weil wir wahrscheinlich als Schattenwesen... Durchgehüpft, natürlich. Weil wir wahrscheinlich als Schattenwesen von Didis Anwesenheit abhängig sind. Ich weiß es nicht so genau. Ich will noch mal kurz gucken, ob das auch hier drüben einen Schatten wirft. Nee. Schade. Na gut. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zu Didi und schauen mal im Ghost Note vorbei. Los geht's.